Also mittlerweile gehört dieser Kanal mir. Willkommen bei Henno. Henno immer noch sick. So wie meine krassen Gameplays. Mein Name ist Maxim Markov. Ich habe einen Zweikanal, der besser funktioniert als der Hauptkanal. Heute präsentiere ich euch ein Game, was der gute Henno gespielt haben muss. Muss es gespielt haben. Okay? Gibt keine andere Choice. Kann man noch zu zweit spielen. Wir spielen heute Don't Fucking Starve Together. Ein Game, woran nach wie vor gearbeitet wird. Es kommen hier immer mehr Characters dazu. Ich mir denke, what the fuck? Ich habe den ersten noch nicht mal kapiert. Na, wir spielen heute dieses wundervolle Spiel, was das Survival-Genre, möchte man sagen, auf ein neues Niveau gehoben hat. Okay? Es gibt Survival-Games, die spielst du. Und dann gibt es Don't Fucking Starve Together. Okay, wo halt das Thema Survival genommen wird und alle anderen Games in den Boden rammt und aussehen lässt wie Animal Crossing. Okay, es ist wirklich Terror. Seht ihr die Leiche da? Das bin ich. Das bin ich nach ungefähr 10 Minuten ungefähr. Na, vielleicht ein kleines bisschen mehr. Okay, that's me. Das Game sagt ja quasi, hier war schon jemand. Hey, you're gonna suffer. You're gonna suffer. Na, wie funktioniert das Spiel? Also, wir sind hier in einer Welt, die ist random generiert, by the way. Und wir müssen am Leben bleiben. Okay, Überleben ist das Ziel. Es gibt ja sogar eine Geschichte. Soweit habe ich es noch nie geschafft, weil ich diesen Überlebensaspekt meistens noch nicht überstanden habe. Beginnen wir erstmal damit, dass ich hier, glaube ich, keinen schlechten Startort hatte. Und wir verlegen erstmal eine Falle. Warum legen wir eine Falle? Wir verlegen eine Falle, weil wir Tiere töten müssen zum Überleben. Okay? Wir gucken also, was... Oh mein Gott, das sieht ja ganz anders aus. Viel besser als früher. Früher war das terrible. Die arbeiten da richtig viel dran in dem Game. Früher war das... Also, Horror trifft's gar nicht. Horror trifft's gar nicht. Das war das Schlimmste ever. So, warum ist das Game schlimm? Also, in Survival Games zeichnen sich dadurch aus, dass du überleben musst mit gewissen Aspekten, möchte ich mal sagen. So, wir planen hier mal einen Baum. Das bedeutet, normalerweise hackst du halt Holz und machst alles, dass du dir so ein Häuschen baust und isst. Ne? Essen, trinken, super wichtig. In dem Game, Don't Starve, na, der Name sagt es quasi schon, you're gonna suffer. Ne, du wirst einfach hungern, ist fuck. Ich plane übrigens sofort Bäume, weil wenn du zu viele Bäume hackst, entsteht ein riesiges Monster, was dir deinen Schädel eindrischt. Das Game will also nicht, dass du zu viele Bäume hackst, wo natürlich ein anderes Survival-Game schon nichts gesagt hätte. Dann haben wir also die klassischen Elemente. Wir haben HP, wir haben Hunger, Durst haben wir nicht, Durst gibt's nicht. Ja, wir haben aber HP und Hunger. Und vor allen Dingen haben wir Psyche. Seht ihr die Psyche? Psyche ist in diesem Spiel ein Tool, mehr oder weniger, was dafür sorgt, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, etliche Male gestorben bin, weil ich habe es einfach nicht begriffen, was das sollte. Das bedeutet, dieser Charakter kann Angst bekommen. Wenn er Angst bekommt, draint er quasi die Sanity. Das hat manchmal in einigen Builds Vor- und Nachteile. Wenn du ein normaler Mensch bist, hat es nur Nachteile, okay? Einfach nur fucking Nachteile. Also du wirst einfach nur gestresst ohne Ende. So, ja, diese Psyche führt dazu, dass du quasi albtraumhafte Monster siehst, die dich dann auch angreifen können. Also du erschaffst quasi in deinem Kopf Geister. Wenn man zu zweit spielt, kann es auch sein, dass der eine psychisch am Ende ist und der andere nicht. Wir haben übrigens super Luck hier an der Stelle, das ist hier eine Endgame-Zone, aber wir haben hier das Ding gefunden. Und das Ding ist super lustig, weil das gibt uns eine extra Unit, das ist quasi wie eine laufende Chest. Chester heißt er auch. Witzig, ne? Sehr witzig. So. Das bedeutet, das Game führt dazu, dass du quasi nicht nur dich permanent um Hunger kümmern musst. Also die ganze Zeit. Du kriegst so schnell Knast. Und es ist übel nervig. Und seht ihr schon, was ich zu essen habe? Ich habe eine Möhre. Ne, das war's. Nur eine Möhre. Die macht hier, glaube ich, zwei Hunger oder so weg. Steh dich mal da. Das Game redet auch nicht mit dir. Das Game erklärt dir nichts. Du spielst quasi mit dem... Also du installierst das Spiel und es wird automatisch Google Chrome installiert. Sofort hinterher, weil du wirst es brauchen. You're gonna need it, bitch.
Na, super wichtig. So eine Karte gibt es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das ist auch ein Mod. Na, bin mir aber nicht ganz sicher. So, ihr merkt schon, dass es so mit der Zeit dunkel wird. Dunkelheit ist ein ganz, ganz großes Problem. Na, weil Dunkelheit würde ich umbringen. Es gibt jetzt zwei Methoden, um Dunkelheit zu countern. Na, countern kann man das, indem man Licht macht. Boom! So. Und Licht funktioniert so, dass du entweder Feuer machst. Oh, oh. Eieiei. Siehst du, ich werde auch gleich verdroschen. Seht ihr? Da kommt einer. So ein Schwein. Und drischt mich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Verstehe ich auch nicht, warum die mich jetzt hier hauen. Na, wie gesagt, das Game ändert sich ständig. Gibt es auch 1000 Expansions, 1000 Erweiterungen. Also die Macher sind am Tryhard. Und hier sehen wir schon, es geht runter. Seht ihr? Meine Psyche geht das bergab. Leute, das ist quasi wie im richtigen Leben. So, dann könnt ihr schon sehen, dass es natürlich Werkzeuge für verschiedene Dinge gibt. Wir brauchen auch sehr, sehr viele verschiedene Sachen, um hier Dinge zu craften. Oh, das ist übel gut gemacht hier. Das hat mich so viel besser gemacht als früher. Holy shit, haben die das besser gemacht. Es ist ja fantastisch. Ich bin übrigens der übelste Trickser. Das bedeutet, ich mache mir jetzt hier so ein... Ups. Ich mache mir jetzt hier so ein Teil. So eine Fackel. So eine Fackel ist in der ersten Nacht ganz worth. Aber ich mache Folgendes. Ich fackel in der ersten Nacht alles ab. Richtig gute Pros machen tatsächlich Folgendes. Die laufen einmal um die ganze Karte und erkunden die Karte, weil die Nächte sind jetzt noch sehr kurz. Warum ist die Dauer der Nächte wichtig? Die Dauer der Nächte ist wichtig, weil später kriegst du in der Nacht einen vollen Koller. Na, du musst ja quasi die Psyche aufrechterhalten, sonst hast du die ganze Zeit Combat. Und die ganze Zeit Combat macht wieder deine Psyche runter. Es gibt aber zum Beispiel Charaktere, ich habe das mit Johnny auch gespielt, der zum Beispiel durch Kampf mehr Sanity bekommt. Also der freut sich, wenn er kämpfen darf. Ich bin da eher nicht so. Ich bin so ein Jack of all trades. Ne, das ist so der Plan hier. Es gibt halt verschiedene Charaktere, die haben dann auch verschiedene Spells. Babidi, babidi, boo. Na, ihr hört ja eh nicht mehr zu. So. Wir müssen als nächstes eine Basis bauen, beziehungsweise einen Ort für eine Basis finden. Das ist ganz wichtig, denn ihr seht schon, ich kann hier etwas Cooles bauen. Ja, deswegen ist Gold am Anfang super, super, super wichtig. Ich kann ja so ein Gerät bauen, was für bessere Technologie sorgt. Ihr merkt ja, meine Auswahl hier ist schäbisch. Ey, ist schäbisch. Na, drei schäbige Spiele. Kennt ihr ja. Ja, von Max. So, das heißt, diese Schäbigness müssen wir so ein kleines bisschen ausschalten. Parallel dazu erkunden wir hier natürlich sehr, sehr fleißig. Wasser ist aber unser Gegner. Können wir nicht durch. Später kann man sich so ein Boot bauen. Ne, so eine... Also, ist kein Boot. Ja, ist eine... Ist kein Boot, Leute. So, wir machen jetzt Folgendes. Ihr seht jetzt schon, gleich ist Nacht. Wenn Nacht wird, kriegt ihr super Schiss. Also, ich will es gar nicht zeigen. Na, es ist, wenn Nacht wird, wird es dunkel. Und dann, wenn du nichts siehst, wenn du kein Feuer hast, wirst du getötet. Einfach so. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen, weil ich ein krasser Spieler bin. Ich gehe jetzt hier hin. Der kriegt erstmal pure Panik. Und dann kommt irgendwann so ein Vieh, das siehst du nicht, das ist unsichtbar. Und dann two-shottet dich das basically. Na, das bedeutet Lagerfeuer. Feuer generell übel wichtig. Na, um jetzt quasi Fackel zu sparen, fackel ich hier quasi alles an. Das sieht doch ein bisschen frech aus tatsächlich. Na, hat aber einen wichtigen Grund, weil es ist erstens Licht und zweitens brauche ich die Asche. Na, irgendwann ist hier alles im Arsch. Na, und die Asche ist super, super, super entscheidend, weil da kann ich später was Wichtiges bauen. So, gut, ihr seht es schon, das Ding ist im Arsch. Das machen wir jetzt auch richtig im Arsch. Bup. Na, und jetzt haben wir hier schön Kohle. Na, Kohle. Ich habe das Spiel auf Englisch. Oh, oh, ich kann das Spiel gar nicht. Ich kann ja gar kein Englisch. Ich tue ja nur so. So, das heißt, wir haben jetzt das Ding fackelt. Jetzt können wir natürlich schon sagen, jo, das war jetzt ja ganz nett. Na, erste Nacht, super easy. Wir sind ein bisschen hungrig. Na, so ein gewisser Hunger ist da. Stört auch. Na, den müssen wir jetzt aber countern. Ihr habt dann aber noch gar nichts gesehen von der Qual. Seht ihr das hier oben? Wir haben jetzt hier Days Survived 2. Das ist schon doppelt so viel, wie ich beim ersten Mal hatte. Dann gibt es hier Jahreszeiten. Welches verdammte Kack-Game hat denn Jahreszeiten? Und in diesem Spiel ist es so, damit du permanent Stress hast. Wir haben übrigens einen Hasen gefunden. Das ist sehr, sehr gut. Ich tue hier erstmal Sachen in den rein. So. Salpeter brauchen wir auch noch nicht. So. Wir haben jetzt hier einen Hasen gefunden. Was macht man normalerweise mit Hasen? Die streichelt aber hier. Mörder. It's kein veganes Game. You just fucking kill them. Na, das heißt, he dead. Und wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen jetzt hier unsere Base. Manchmal baut man auch Bases eher so am Rand. Na, und hier haben wir jetzt verschiedene neue Tools.
die wir bauen können. Wir können zum Beispiel Bretter machen aus Holz. Na, zack, jetzt haben wir quasi Bretter gemacht. Wir können auch Steine machen. Na, und damit können wir natürlich neue Dinge craften und bauen. So, das heißt, das Wichtigste, was wir als nächstes brauchen, sind zwei Sachen. Erstens brauchen wir Feuer. Wir brauchen quasi so eine Feuerstelle. Das sehen wir schon. Da brauchen wir 12 Steine. Das ist abartig viel. So, das bedeutet, wir beeilen uns. Wir haben auch schon einen riesen Hunger. Ich wollte aber auf die Jahreszeit hinaus. Also, dieses Game terrorisiert dich. Weil jede Jahreszeit hat quasi ihren Trade, ne, ihren Vor- und Nachteil. Der Herbst und der Frühling sind da noch halbwegs okay. Später kann es aber sein, dass es zum Beispiel im Herbst viel regnet. Ne, das heißt, wir werden nass. Einige Sachen funktionieren da schlechter. Uns ist kalt. Unsere Temperatur geht auch dadurch runter und dadurch auch unsere Psyche. Unsere Psyche geht massiv runter, weil es ist ein unschönes Gefühl. Was passiert, wenn die Psyche runtergeht? Terrorgeister kommen die ganze Zeit. Terrorgeister. So, das heißt, die stellen ebenfalls ein sehr, sehr großes Problem dar. So, Bienen brauchen wir später, jetzt noch nicht. So, aber wir brauchen erstmal mehr Steine. Das nehmen wir hier auch mit. So, das bedeutet, das kommt dann später zu. Später kommt übel hohe Temperatur dazu. Hohe Temperatur heißt, ich muss mich abkühlen. Wenn mir zu heiß ist, kriege ich tatsächlich Damage und fühle mich wieder unwohl. Und das gleiche gilt natürlich nochmal für kalt. Und wenn es kalt ist, kommen da random im Winter aus diesem Wasser da, kommen riesige Pinguine, die deine Base in Trümmern donnern. Warum auch immer dieses Game Pinguine als das Böseste der Welt darstellt. Und nur so etwas, okay? Normalerweise hast du Survival Games und dann passiert, das kennt ihr vielleicht, es kommt so eine Art Breaking Point im Spiel, wo du weißt, jetzt habe ich nie wieder Hunger, jetzt habe ich nie wieder Durst. Naja, das wird nicht passieren, weil ich habe mir da irgendeine krasse Farm oder was weiß ich was gebaut. Na, ich hab quasi stabilisiert. Das Stabilisieren hier für einen neuen Spieler, kann man fast schon sagen, Alter, das machst du nicht. Du stabilisierst hier nicht. Also es passiert, also ich hatte Games gehabt, wo dann 5 Milliarden Gegner kommen, wo dann irgendwelche Riesen deine ganze Base zertrümmern und. So, wir essen jetzt hier ein bisschen Fleisch tatsächlich. So, wir gucken das erstmal, damit ich hier so ein bisschen überlebe. Weil der, ihr merkt schon, I'm so hungry, der hat halt wirklich, wirklich Hunger. So, ich glaube, ein Profispieler würde das jetzt nicht machen, aber wir machen das einfach, weil ich habe keine Ahnung. Na, ich habe nur so ein bisschen Ahnung. So, was wollen wir als nächstes haben? Warte mal, als nächstes müssen wir kochen lernen, das ist das Wichtige. So, wir haben hier, Alter, wir haben viel zu viele Items hier. Decoration auf jeden Fall nicht. Clothing. Clothing können wir uns bauen, aber das machen wir erst später. Da, Food. So, wir haben hier eine Hake. Die ist für mich komplett neu tatsächlich. Eine Sekunde. Ihr seht ja schon, dass es übel viele Items gibt. So, da haben wir hier Tools. Wir machen die Schaufel auf jeden Fall. So, später haben wir natürlich auch Goldsachen. Summer-Items, Winter-Items. Seht ihr schon? Das ist Riding. Riding, da kam ich noch nie hin. So, Gardening. Später kann man quasi auch Felder bauen. Cooking, das ist das Wichtige. Das brauchen wir. Das heißt, wir brauchen sehr viel Stein und sehr viel Kohle. Und Kühlschrank ist auch übel wichtig. Wie gesagt, Food ist ja halt ein riesen, riesen Problem. Also, wir brauchen ganz viel Steine und wir brauchen Kohle. Kohle bekommt man wie Abfackeln. So, das Spiel sagt ja auch nicht. Dass das Spiel nicht mit dir redet, Leute. Das ist schon alte 4. Man kann zwar später ganz gut Basenbau betreiben. Also, wir haben jetzt zum Beispiel eine Schaufel gecraftet. Und mit dieser Schaufel können wir diese Stöcke können wir quasi rausschaufeln. Und dadurch in unserer Base diese Dinge lagern. Na, beziehungsweise in der Nähe halten. Das bedeutet, uns geht's da quasi gut. Aber später sagt er mir das Game, ja, ich bin einfach giga drunk. Na, und mach einfach 10 Millionen Gegner, die deine Wände einreißen und sowas. Und da kommen irgendwelche Kampfhunde, die dich regelmäßig töten. Und dann gibt es noch 500 Kilometer Platz. Also müsst ihr vorstellen, die Map ist ja riesig. Die ist riesig as fuck. Na, das ist Elden Ring. Und wisst ihr was? Was hat Elden Ring? Was hat Elden Ring? Elden Ring hat noch eine zweite fucking Etage. Na, hier drunter gibt es noch Underground-Level mit nochmal 500 Trilliarden Gegnern und was weiß ich was. Na, und die Büsche sind natürlich auch praktisch, weil da kommen Berries raus. Aber was? Normales Game würde jetzt die Berries nehmen und dann würde ich die da planten, das ist alles gut. In diesem Kackspiel, was ihr bitte alle kauft und installiert, weil es auch kackbillig ist, na, muss man erst düngern. Wie düngere ich? Na, muss man erst Dünger machen, das dauert 100 Jahre.
Und wenn man das geschafft hat, one day, maybe, ne, was passiert dann? Du musst quasi Shit nehmen und den Shit irgendwo hintüdeln. Ja? So, jetzt kann man noch Folgendes machen. Seht ihr diese Blumen? Die Blumen sind ganz nützlich. Wenn ihr mental broke seid, pflückt ihr Blumen. Seht ihr das? Ich habe eine Blume gepflückt. Und dadurch ist meine Mental Health wieder gut. Tatsächlich später im Late Game super nice. So, jetzt pass auf. Was mache ich jetzt? Guck mal, wir haben hier einen Maulwurf. Was macht man mit Maulwürfen? Was macht man mit Maulwürfen? Richtig, du tötest die. I kill them all. Warum killen wir Maulwürfe? Ganz einfach, wir brauchen das Essen. Wir haben ja immer noch Hunger. Hier wird keiner verschont. Leute, das ist ja permanenter Krieg, der Krieg des Krieges. Das ist einfach Terror. Es ist Terror im Treibhaus. So, was? Kennt ihr vielleicht die Folge? Kennt ihr die Folge? Terror im Treibhaus? Das ist Pokémon. Pokémon war das tatsächlich. So, jetzt machen wir weiter. Es ist schon wieder bald Nacht. Wenn Nacht ist, müsst ihr sofort Licht, also ganz schnell, Fackel, Licht, irgendwas. Na, ihr müsst euch irgendwie schützen. Ich mache immer Bäume kaputt, damit ich dann hier die Kohle bekomme. Na, die Kohle brauchen wir ja, weil wir wollten ja was? Wir wollten ja eine Food Station machen. Wozu brauchen wir eine Food Station? Food Station extrem wichtig, weil wenn du kochst, du kannst quasi auch verschiedene Zutaten verkochen. Da gibt es verschiedene Gerichte, stehen übrigens nirgendwo. Stehen nirgendwo. Na, musst du im Internet gucken. Terrible. Aber auch geil. So, jetzt nehmen wir die Asche ein. Die Asche bauen wir später. Ich gucke gerade, ob es vielleicht hier essensmäßig was gibt. Nö, das Spiel sagt ja bei Eiskalt nichts. Nö. Das Spiel sagt einfach no. So. Genau, die Items müssen wir auch mal halbwegs ordentlich platzieren. So, jetzt sehen wir schon, entsteht ja Kohle. Die Kohle am besten gleich einsammeln, weil die kann manchmal auch noch Feuer fangen. Das ist sehr gefährlich. So, das können wir planen. Die können wir auch, glaube ich, essen sogar, die Dinger. Aber wollen wir nicht. So. Die Dinger können auch dann später wieder Feuer fangen. Und im Sommer. Im Sommer. Weißt du, was im Sommer ist? Da fangen Bäume einfach random Feuer. Und dann fackelt deine ganze Base ab. Einfach so. Einfach so. Das heißt, dieser Breaking Point, dass es dir gut geht in dem Spiel, der kommt einfach nicht. Das haben die Designer einfach nicht so geplant. Das wollen die einfach nicht. So, jetzt gehen wir hier rein. Jetzt brauchen wir cooles Material. Cooles Material gibt es irgendwo hier. Da brauchen wir Steine. Wir brauchen also richtig fucking viele Steine. Hat der Steine? Nee, hat er nicht. So, wir haben langsam wieder Hunger. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Steine hacken. Seht ihr das auch, dass ich die ganze Zeit beschäftigt bin? Deswegen ist das Don't Starve Together. Ich habe ja keine Freunde. Na, aber wenn ihr Freunde habt, könnt ihr das zusammen spielen. Und wenn ihr das zusammen spielt, dann macht das tatsächlich Spaß, weil da kann man nämlich so diese Extrameile sehr, 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 sehr einfach gehen, möchte ich sagen. Indem sich beide um das Basen kümmern. Na, weil du musst ja jedes Gebäude nur einmal bauen, offensichtlich. Na, und dann müsst ihr aber together. Na, müsst ihr together irgendwie Nahrung besorgen. Und dieses permanente Nahrung besorgen. Alter Schwede. Das Game ist stressig, Leute. Also stressig ist wirklich, das ist halt, das ist das Ding, das ist eine harte Untertreibung. So, hier sind Gräber. Gräber sind gefährlich. Gräber haben manchmal so unique Sachen. Das heißt, hier rumgraben kann ein Vorteil sein, weil du brauchst später Zahnräder. Zahnräder sind so, die kannst du nicht craften. Also vielleicht kann man es jetzt mittlerweile. Aber ich kenne es so nicht, dass man es kann. Wenn du die craftest, dann... guck mal, der macht jetzt mal ein bisschen Tennis, der Boy. So, jetzt Gold tun wir auch noch rein. Wenn du die craftest, dann bekommst du... Wait. Nee, du kannst sie nicht craften. Die Zahnräder sind aber wichtig, um einen Kühlschrank zu machen. Weil, wozu einen Kühlschrank? Richtig, man lagert da Essen ein. Weil das Game dreht sich halt nur darum, nicht zu fucking starven, Bitch. Ne, es ist Terror. Ich habe jetzt schon wieder übelsten Hunger. Es kann sein, dass ich die Möhren da wegslammen muss, aber wir haben noch nicht genug Steine. So, das heißt, wir müssen erstmal Steine hacken. So, notfalls machen wir uns wieder in der Nacht ein Feuer. Salpeter brauchen wir auch erst sehr, 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 sehr spät. Deswegen bin ich froh, dass wir Chester tatsächlich so early gefunden haben. Es ist ein gutes Early Game, Leute. So, dann gibt es ja noch Pilze und so weiter. Und dann gibt es noch welche magischen Sachen. Es gibt da noch 10.000 so NPC-artige Wesen und so weiter. Also es ist so viel, Leute. Also Don't Starve könnt ihr wahrscheinlich... Ich versuche ja immer nur Spiele zu vermitteln, wo ihr keine Kontobelastung habt. Und übel viel Content. Und das ist legit und endlich. Ich hab, glaube ich, schon bestimmt 40, 50, 60, 70, 80 Stunden. Ich habe den Endgegner noch nicht mal gesehen. Also Johnny und ich fanden uns schon krass, als wir 100 Tage überlebt haben. Denn, kleiner Spoiler, ist ein kleiner Spoiler. Bei Tag 100 kommt ein Vieh in eure Base. Oh my god, it's big. Big.
und Toxic. So, es ist wirklich schlimm. So, der Hunger ist langsam sehr, sehr groß. Da ist ein Huhngewehr. Das war ein Riesenvieh. Das war ein Riesentruthahn. Könnt ihr töten, ist aber gar nicht so leicht. Also er ist fast. So, Ranged Weapons gibt es auch nicht viel. Gibt es einfach nicht. Also man kann so einen Bumerang haben. Der ist Sackdeck. Ne, der ist einfach Terror. So, jetzt sind wir hier im Dings angekommen. So, im Friedhof. Friedhof ist tatsächlich auch für die Psyche nicht gut. Wir könnten hier Gräber aushebeln. Da sind manchmal so gute Items drin. Also, they try at least. So, Samen können wir übrigens auch essen. Eat it. Na, erstmal selber bringt ein Punkt. Na, ist super wenig. So, habe ich jetzt langsam genug Stein? Hat der noch Steine? Ja, der hat noch Steine. Das sind genau 12. Holy shit, Gott sei Dank. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Base. Und dann können wir was kochen. Dann können wir finally was kochen. Ihr seht schon, die Psyche, das habe ich schon gelernt. Die Psyche kriege ich schon besser hin, aber der Hunger. Leute, es heißt ja don't fucking starve. Der Hunger ist also astro-fucking-nomisch. So, also, wir klicken jetzt hier drauf. Dann machen wir eins. Habe ich davon schon mehrere? Nee. Ja, doch, habe ich. Geil. Sehr gut, dann machen wir die Asche hier rein. So, und jetzt brauchen wir den Cooker. Der Cooker, übel wichtig. Boom. Seht ihr den Cooker, den Cooker-Pot? Cooker-Pot, ganz wichtig. Boom. So, jetzt machen wir das und jetzt machen wir hier unser Food rein. Ist tatsächlich noch nicht die beste Kombo, aber wir nehmen erstmal, was wir kriegen können. So, als nächstes müssen wir eine Trap machen. Warum brauchen wir Traps? Wir haben ja Essen. Nee, wir haben Hunger. So, das heißt, wir haben ganz viele Stöcke. Wir machen jetzt hier 140 Milliarden Traps und müssen die hier jetzt überall platzieren. Warum müssen wir die Traps platzieren? Weil wir brauchen fucking Essen. Ey, ich hab Hunger. Das Game hat Hunger. Und die beste Kombo sind so Meatballs. Da ist offensichtlich Meat dabei. Na? Und das ist so ein ganz solides Rezept. Das heilt wenig, aber es gibt vergleichsweise viel Essen. Also viel... Macht viel Hunger weg. So, die Traps machen wir hier nur drauf. Man kann auch da eine Möhre hinlegen. Möhre. Na, was passiert dann? Da kommen die Hasen. Aber die Hasen trappen sich quasi hier manchmal selber. So, jetzt haben wir das hier. Das essen wir jetzt schnell. Ratatouille hat nichts gebracht, ne? Also ist wirklich bad. So, Ratabad. So, dann haben wir hier zwei Kisten. Ich überlege, ob wir hier nochmal Bretter machen. Bretter, Bretter, Bretter. Und dann hoffe ich auf Lagerung. Wo ist denn Lagerung? Seht ihr das? Das hier, eine Kiste. So, machen wir hier eine Kiste. Bumm. So, können wir hier ein paar Sachen lagern. Und jetzt können wir hier quasi planten. Na, wir planten jetzt hier. Seht ihr? Und dann entsteht so eine Art Basenbau. Man kann auch, um das besser zu machen, kann man auch drehen. Na, auch das haben die Designer sich überlegt. So, und diese Dinger, die funktionieren jetzt nicht. Na, imagine, du tryhardest übelste Sorte, geht aber alles nicht. Geht einfach nicht. So, das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, dass wir müssen, glaube ich, einen Hammer machen. Wir machen ganz schnell einen Hammer. Hammer ist auch ganz schnell. Und ihr seht, ich rede immer schneller, weil ich immer panischer werde, weil ich bekomme ja auch selber Hunger. So, Hammer ganz wichtig. Verbraucht ein bisschen Stein, aber mit dem Hammer kann man tatsächlich das machen, was Indiana Jones macht, und zwar Gräber schänden. Na, das bedeutet, wir gehen hier hin und hämmern den. Wir hämmern quasi irgendeine Leiche und dann kriegen wir so Zähne, na, so Bone Shards. Ist später worth, jetzt ist es auf jeden Fall noch nicht so entscheidend. Jetzt ist für uns entscheidend, ganz, ganz viele Traps zu bauen. So, das heißt hier... Wait, da, siehst du? Da brauchen wir aber diese Gräser. Das heißt, wir brauchen noch mehr Gräser. Die Gräser wachsen natürlich so ein Stück weit von selbst nach. Jetzt wird's Panik. Seht ihr? Kurze Panik. So, das machen wir noch kaputt und müssen aber sofort wieder Licht machen. Wenn die Fackel kaputt geht, wird's auch schwierig. Na, hier geht doch alles kaputt. Na, du fässt irgendwas an, alles... Oh, hier dürfen wir, glaube ich, nicht hin, oder? Oh, das ist Late Game hier. Das ist Late Game. Vielleicht sterbe ich jetzt auch. Oh, Jesus, hier sind auch übel viel Mücken. So, Mücken, Late Game, alles. Aber hier sind noch Bäume. Und Bäume sind ja unsere Freunde. Und die Mücken auch sehr, sehr gefährlich. Also alles würde ich auch umbringen. Du hast ja keine... Du hast ja, glaube ich, so Schweine. Schweine sind so was ein bisschen wie Friends. Ja, aber nicht wirklich. Also sind keine Freunde. So, dann nehmen wir hier natürlich noch mehr Holz einfach mit. Holz braucht ihr basically immer. Spätestens, wenn ihr ein Feuer machen wollt. Wir haben ja quasi so ein Lagerfeuer in unsere Basis gebaut.
Und das natürlich mit der Intention, später da auch nicht nur zu kochen, meinetwegen. Also würde es nicht passieren, weil wir das Kochding ja haben. Ja, aber andere Sachen werden da passieren. So, wir nehmen jetzt hier noch die Kohle mit. Die Kohle sind tatsächlich ganz nice, weil da kann man später so andere Sachen bauen, so Trocknungssachen. So, da kannst du Dry Age Fleisch essen, ne? Wer Dry Age schon mal gegessen hat, Leute, ich schmecke da keinen Unterschied, bin da noch zu schlecht, aber bei Guga Food sieht es immer lecker aus. So, dann nehmen wir den Hammer und machen hier die Häuser von denen kaputt. Die Schweinemenschen kann man tatsächlich sehr gut als Freunde mitnehmen, aber man kann auch sehr gut alles klauen, was die haben. Mit der Intention, so, dass wir, dann machen wir hier den Steinswap. Und was machen wir noch? Das müssen wir hier drin lassen. Fleisch haben wir hier noch einmal, ne? Das ist ganz gut. Wir können die auch töten tatsächlich. Aber wir können auch denen alles klauen. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier die Bären. Brauchen auf jeden Fall ganz viele Bären. Bären. So, ich glaube, die Bone Shards lasse ich erstmal weg. Ja, diese Bretter gemacht zu haben, war tatsächlich nicht gut. Aber wir haben hier sehr viel Bären. Das ist super gut. Das heißt, hier werden wir uns jetzt extrem viel kochen. Das wäre eine gute Stelle für eine Base, merke ich gerade. Na, und das ist halt cool, dass dieser RNG-Faktor hier natürlich super hart reinspielt. Holy shit, sind hier viele Bären. Ja, hier werden wir, glaube ich, regelmäßig hingehen. Das Zeug wächst ja auch quasi von selbst wieder nach. Der hier klaut das natürlich. Den würde ich auch gerne kaputt hauen. Aber ihn zu bekämpfen ist sehr schwer. Na, siehst du, jetzt hat er es geklaut. Aber wir können vielleicht hoffen, dass die anderen den töten. Seht ihr, die Spinnen kommen nämlich auch raus. Auch eklig. You not pick. Ja, das ist richtig. Die kann man noch irgendwie Essen geben. Dann wird er zu einer Art Freund von dir. So, das kann man quasi auch machen. Oder man kann die ganzen Häuser zerstören. Ihr merkt jetzt schon, dass ich natürlich jetzt... That's my space. Ja, ja, der ist ein bisschen verärgert jetzt. Aber später können wir daraus richtig gute Sachen machen. So, genau, da lagern wir das ein. Okay, wir nehmen das jetzt noch mit. Gehen jetzt runter und kochen, um uns zu überleben. Normalerweise brauchen wir da so 3-4 Kochsachen. Aber ihr seht schon, wie lange nehme ich das auf? Ich nehme 27 Minuten auf, habe schon was gegessen. Und bin hier am Starven. Leute, ich bin komplett am Starven. Starvedes. Na, das heißt, wir essen jetzt einmal. Zack. Sprinten jetzt runter. Hoffen, dass in den Fallen... Wir hoffen, dass in den Fallen Hasen drin sind. Dann töten wir die Hasen. Aber fast as fuck. Na, hier müssen wir durchrennen, weil hier gibt es so super Hentai-Tentakeln, die uns leider extrem ans Gesicht wollen. Das ist auch ganz praktisch. Man kann übrigens diese Hentai-Tentakel töten. Die haben eine gute Waffe. Die droppen quasi ihren Tentakel selber. So, das sind die Hasen. Das ist natürlich schön. Ne, aber die zu fangen ist tatsächlich sehr schwer. So, ja, wir haben jetzt keine Gräser, ne? Vielleicht machen wir noch schnell einmal eine Falle. Einmal ganz schnell eine Falle. Ihr seht schon, dass die ganze Zeit Ding, Ding, Ding macht. Das liegt daran, dass wir etwas Neues craften können. So, kann ich da hier rüber gehen? Nee. Wunderbar, dann machen wir jetzt noch schnell eine Falle. So, da machen wir hier so ein Dings rein. Wir können jetzt quasi von unten anvisieren, damit die da ins Loch rennen. So hier. Seht ihr das? Jetzt renne da rein. Und gefangen. Wunderbar. Na, da haben wir schon mal gleich Frischfleisch. So, ist ein bisschen disgusting. Wir sind auch schon fast tot. Ich weiß gar nicht, ob ich da gewone-shotted werde. Ich esse mal schnell noch eins. So, und jetzt müssen wir kochen. Jetzt rennen wir hier runter. Na, auf den Wegen sind wir natürlich schneller. Oh mein Gott, ich habe M gedrückt, aber es ist nicht gefühlt. Da ist noch eine Trap. Hervorragend. Sofort töten. Mörder. Na, die Falle ist jetzt leider am Arsch. Aber das passiert. So, jetzt haben wir den gemördert. Das war super wichtig. Leute, es klingt nicht gut, wie ich sage. Aber es ist, it is what it is. So, das heißt, wir machen jetzt zweimal das rein. Und das und guck. So, normalerweise kann man da noch Monsterfleisch reinmachen, indem man übelst viele Gegner umbringt. So, okay. Wie viel Rasen haben wir? Das haben wir noch. Und ihr seht es. Ihr seht, wie knapp das ist. Look at how knapp. Na, und normalerweise machst du da so 3 Cook-Dinger. Ne, dass du da richtig viel von hast. Das Menü haben die übrigens so viel besser gemacht. Holy shit, das war richtig garbage. So, set trap. Du sollst die setten. So. So, immer nur noch eins. Und da sind sie, die Meatballs. Oh my god.
So, und Food. Bam. 55. Das war gut. War knapp. Aber gut. So, das heißt, wir machen jetzt nochmal Food rein. Food wird übrigens einfach schlecht. Na, es wird einfach die ganze Zeit schlecht. Also wenn du nicht schon das Problem hast, dass quasi alles abläuft, na, dann ist natürlich auch das ein Problem. So, jetzt nehmen wir die Pflanzen aus dem raus. Wir nehmen das aus dem raus. Wir tun das hier rein. Ich glaube, da kann man sich später eine krasse Rüstung machen. Oh, Entschuldigung. So, dann planten wir hier die Dinger. Ich weiß gar nicht, ob ich die düngen muss. Irgendetwas musste ich nicht düngen. Ich weiß nicht, ob ich diese Stockdinger düngen musste. Es kann sein, dass das so ist, aber ich weiß es einfach nicht aus dem Kopf. So, wunderbar. Man kann auch die Löcher ausgraben, da kommen die Viecher sofort raus. Aber das ist ja quasi, also ihr versaut euch dann eine Essensvariante. Macht das also bitte nicht. So, jetzt sammeln wir weiter Gras. Warum sammeln wir weiter Gras? Weil unsere Psyche am Ende ist. Wir müssen schon wieder dafür sorgen, dass wir essen können. Und das ist jetzt so ein, das ist jetzt der Aspekt des Games, wo Leute sagen, ja, zu zwei, zu dritt, zu viert, kann man auch competitive spielen, Imagine PvP-Server, Alter. Ne? Kann man machen. Man kann aber auch das quasi noch ein bisschen sozialer und so weiter einstellen. Aber grundsätzlich ist halt, sich dann gemeinsam essen zu kümmern, nicht schlecht. Und später hast du dann jemanden noch, der krass erkunden kann, der dann zurückkommt. Hier zum Beispiel gibt es Frösche. Ne? Frösche sind schwierig. Du, wenn du die angreifst, kommen halt 100 Milliarden Frösche raus. Aber die haben Froschschenkel, wenn du die tötest. Wenn du die also killst, kriegst du etwas, was worth ist. Also, es ist basically Food. So. Jetzt gehen wir hier hin, machen das Essen in die Chest. Oder zumindest das da machen wir in die Chest. So, dann die Kohle auch. Das sind so Sachen, die wir jetzt nicht direkt brauchen. Okay. Das haben wir geschafft. Jetzt müsste ich hier nochmal ganz kurz gucken. Wir bräuchten nämlich als nächstes, genau, das Hammer. Rasieren kann man erst später machen. Hake kommt erst später. So, jetzt machen wir hier noch die Fackel. Fackel ist fast im Arsch. Wir machen uns lieber noch so eine Sicherheitsfackel. Falls diese abläuft. Wir fackeln hier nochmal den Baum an. So, Bäumchen anfackeln ist, finde ich, immer eine gute Idee. So, und dann können wir uns jetzt den nächsten Plan machen. Wir brauchen also noch mehr Essen. Wir können über den See Essen machen. Wir könnten auch erstmal eine Waffe machen. Das wäre halt super wichtig. Eine Sekunde. Irgendwo hier. Schwert. Guck mal da. Das hier können wir machen mit Seilen. Seile haben wir gefunden. Seile haben wir hier drin. Genau. Seile haben wir da. Und dann gibt es noch Rüstung. Und bei Rüstung gibt es... Ich glaube, jetzt muss es irgendwo Hüte geben. Aber der zeigt das jetzt wahrscheinlich nicht an. Es gibt quasi so ein... Ja, wie es heißt. Jetzt ist mir zu warm. Seht ihr das? Ich bin ja bei 65 Grad. Das wäre für die meisten eigentlich der Tod. Für mich nicht. Ich werde bei 65 Grad erst so richtig warm. So. Bam. Und rein. Vögel kann man übrigens auch töten. Vögel droppen auch kleine Schenkel. Ne, auch das ist nützlich. Na, und sogar Schmetterlinge kann man quasi machen. Aber wir ernähren uns jetzt erstmal hauptsächlich von Hasen. In der Hoffnung, dass irgendwann Hasen droppen. So, eine Sekunde. Wir machen jetzt schnell die Waffe. So, die packen wir dahin. Und das planten wir. So. Muss natürlich auch ein Item, eine Itemordnung haben. Der hier. Ah, da brauche ich erst das Alchemie-Ding. Fuck. Alchemie bekomme ich, wenn ich das Ding mache. Das heißt, ich brauche das Ding. Und eine Menge Bretter. Aber das könnte ich fast schon machen. Oh ja, das kriegen wir wahrscheinlich sogar hin. Hold up. Wir sind natürlich sehr hungrig. Ich sehe den Hunger. Ich sehe den Hunger, Leute. So, jetzt haben wir das. Genau, also die Bretter haben wir, die nötigen. Die nötigen Bretter haben wir. Die nötigen Steine haben wir. Jetzt brauchen wir diese Golddinger. Dieses Goldding mache ich damit. Das heißt, mit über viel Stein und über viel Gold. Scheiße, wir brauchen einen... Nee, wir brauchen keine... Nee, wir haben das sogar. So, das heißt, wir machen das jetzt schnell. Ich hoffe natürlich, dass jetzt irgendwann essensmäßig noch irgendwas kommt. Leute, ich krieg ja Panik. Ich habe auch einfach Schmerzen überall. So, jetzt haben wir zwei davon. So, Chemie. Wo ist Chemie? Da. Also wir haben jetzt das, das, das und die Bretter. Nehmen wir mal die Bretter.
So, das heißt, wir machen noch den und die Stöcke weg. Boom, jetzt können wir das machen. Jetzt haben wir eine neue Technologie. Neuer Tech enabled. Ich esse mal hier kurz was. So, neuer Tech enabled. Das heißt, wir können uns diesen Football-Helm machen. Und der Football-Helm ist übel. Der ist richtig gut. Der ist einer der besten Tank-Items im Spiel. Okay, das heißt, wir haben uns um Tankiness gekümmert. Tag 7 wird übrigens sehr gefährlich, weil dann kommen tatsächlich Gegner. So, hier ist wieder Food. Das ist sehr gut. Das heißt, das setten wir. Wir müssen jetzt sofort hochsprinten. Ey, es ist so schlimm. Leute, habt ihr Spaß? Also, ich kotze gerade. Ich kotze einfach. So, ich lock den jetzt hier in irgendeine Falle. So. Ja. Boah, nächster Dead. So, wunderbar. So, das heißt, wir nehmen das Ding kurz raus. Nein! Ach, du Idiot. So, was ich machen wollte, ist das hier. Wir mördern den. Tun es hier rein. Machen jetzt das Ding. Ja, ja, ja. Du, wir müssen jetzt richtig arbeiten. Also, wir machen jetzt so. Wir mördern den. Dann machen wir hier einen 360. Schieben den nach oben, damit er in die nächste Falle rennt. Hat eher so mittel funktioniert. Na, die Trap muss man auch... Muss man auch gut setzen. So, aber wir haben was zu essen. So, wir essen das doch sofort. Oh, so gut, ey. Gott sei fucking Dank. Also, wieder Food rein. Und weitermachen. Wir müssen weitermachen. Seht ihr da oben diesen Hasen? He wants to die. Können wir aber nicht töten. No, we can't do it. Wir müssen quasi auch hoffen, dass dann irgendwann diese Kampfhunde kommen. Ja, es gibt ja fucking Kampfhunde. Imagine. Na? Oh, warte mal. Stick. Ich habe ja übelst viel Scheiße dabei. Lass mich mal ganz kurz hier... Das hier. Das hier kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So. So, die Hasen können wir halt nicht so gut von Weitem töten. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Gras abbauen. Warum müssen wir Gras abbauen? Ganz wichtig. Na, weil Nahrung. Warum Nahrung? Ja, weil Fallen. Weil Fallen ist gleich Hasennahrung. Es gibt ja, wie gesagt, ein paar Alternativen. Wir können auch versuchen, gegen Frösche zu kämpfen. Wir sind jetzt ja fucking tanky, aber imagine, wir haben halt eine sehr gute Rüstung. Und wie lange hält die? Wie lange hält die Rüstung? Ja, wenn ich getroffen werde, FF. Broken. Leute, ich verstehe dieses Game nicht. Es ist so geil, aber es ist auch gleichzeitig Terrorstress. You wanna fucking die, aber du willst auch selber töten. So, man hat ja noch Stöcke. Oh, der hat ja richtig viele Stöcke. Bruder, gib mir den Bums. Ja, im Gegensatz zu dir muss ich arbeiten. So, das bedeutet, wir machen hier wieder den. Warte mal, wo ist denn das? Ich kann die Menüführung immer noch nicht, Leute. I try. So, wir machen jetzt das. Bumm. Das bedeutet, wir nehmen jetzt hier den Hasen raus. Warum nehmen wir den Hasen raus? Weil wir den mördern. Wir können doch übrigens Kopfschützer machen. Kopfhörer, wollte ich gerade sagen. Basically sind es Kopfhörer. Na, ihr könnt auch Kopfhörer aus den Häschen machen. Das ist ein gutes Item für den Winter. Na, im Winter friert ihr quasi ein. Das ist so ein Terrorgame. Ich weiß gar nicht, warum ich dafür Werbung mache. Leute, stop it. Also, spiel's nicht. Es ist halt nur Suffering. Es ist schön, ne? Aber Suffering. So, wir machen auch, glaube ich, nur bis Tag 7. Bis Tag 7, mehr halte ich auch gar nicht durch. Da zeige ich euch quasi so einen leichten Vorgeschmack von dem, was euch quasi noch erwartet. Wahrscheinlich gibt es auch Leute, die übste Pro-Player sind. Ich brauche übrigens keine Rüstung. Brauchen wir nicht. Wir machen uns, glaube ich, später einen Rucksack. Na, Rüstung ist immer nur das ein Rüstungsteil wichtig. Und das gibt euch, und das mit dem höchsten Wert. Na, wir haben jetzt, glaube ich, mit dem schon 80% Damage Reduction und sowas. Steht natürlich nicht da. Steht natürlich nicht da. Wo steht's denn? Google. Ja, aber Google wird ja Gott sei Dank mit installiert. Wenn du uns da holst, sofort Explorer. Na, Explorer wird runtergenommen vom System und sofort Google Chrome installiert. Und dann öffnet du LOL Wiki und auch dieses Game installieren sich beide basically zur selben Zeit. So, dann machen wir das beides. Dann holen wir hier die Chest raus. Dann brauchen wir wieder Food. Dann drücken wir hier nochmal drauf. Food incoming. So. Und jetzt gucken wir wieder die Fallen an. Und dann hast du irgendwann bist du wieder bei 150 Essen. Und dann stellst du aber fest, na gut, das mit den Hasen läuft ja gar nicht so schlecht. Na, man kann auch Vögel damit fangen später. Aber um Vögel zu fangen, was brauchst du? Das Spinnennetz. Um Spinnennetze zu haben, musst du gegen Spinnen fighten wie ein Geisteskranker. Um zu fighten, brauchst du aber Essen. Also du kriegst da übelsten Hunger. Es ist einfach Terror, Leute. Es ist ein Terror-Game. Oh, das ist ein Maulwurf. Maulwurf ist sehr wichtig. Zack. Jetzt nehmen wir die zwei. Der Maulwurf kommt raus. Fuck it. Naja, sofort One-Shot. Kill it. Warum? Fleisch. So, jetzt kommt der erste Regen. Seht ihr Regen? Regen macht mich müde. Macht mich traurig. Ja, viele Leute sind glücklich bei Regen. Und ich denke mir, what the
fuck are you talking about? Na, das ist Terror. So, jetzt haben wir hier noch eine 100% Fackel. Wir können jetzt entweder in der Base Licht machen oder hier nochmal den hier anfackeln. Oh, fuck. Ah, ne, war richtig. So, wir fackeln den hier nochmal an. Warum machen wir das? Erstens, das ist eine sehr, sehr gute Lichtquelle. Und wie gesagt, bald ist Tag 7. Tag 7 passiert Folgendes. Da kommen die Hounds. Die Hounds sind Terrorhunde. Terrorhunde des Todes. Die beißen dich, die beißen alles. Es gibt da so Strategien, wo man die Hounds zu den Schweinen lockt, weil die Schweine verteidigen sich dann und helfen dir basically. Es gibt eine Taktik, wo man die zu den Büffeln lockt. Das ist auch absolut fantastisch. Na, oder du bekämpfst die selbst und später kommt quasi krassere Wellen. Du hast quasi Tower Defense hier noch drin. Na, später kommen krassere Wellen von Gegnern. Die Temperatur steigt, by the way, übelste Sorte. So. Es kommen krassere Wellen von Gegnern, die dann Hunde dabei haben, die, wenn die sterben, explodieren. Das heißt, du verteidigst deine Base, bist da übel krass, bist eine übelste Maschine, machst das einfach wie der beste Spieler Europas, das Game bestraft dich, dass deine gesamte Base abfackelt. Die fackelt einfach ab. Und übrigens, wenn man tot ist, ist vorbei. Also du hast hier so ein paar Respawns, weil du bist dann quasi ein Geist. Das heißt, wenn ihr together spielt, stell dir vor, du spielst together, dann stirbt einer von euch, was ja sehr schnell passieren kann. Dann ist der ein Geist und als Geist kann der quasi nichts machen, außer er ist neben dir und draint deine Sanity. Er draint deine Sanity, was dazu führt, dass du Geister siehst, die dich dann die ganze fucking Zeit angreifen. Ne, außer du bist halt ein Profi. Wenn du ein Profi, dann killst du die Geister und von den Geistern kriegst du dann quasi Nightmare Fuel. Und mit Nightmare Fuel kannst du dir übelst krassen Late Game Shit craften. Es ist so weird. Es ist so ein weirdes Game. Aber mach die fucking Meatballs, Leute. Meatballs OP. Später gibt es bessere Items, die haben quasi mehr Healing oder mehr Sanity und sowas. Aber wenn ihr nur Hunger habt. Spaghetti and Meatballs, Leute. Spaghetti and what? And Meatballs. So, jetzt zeige ich euch noch den Combat. Tag 6, Tag 7, Tag 8. Das ist so der Tag, wo die Hounds kommen könnten. Aber ich habe jetzt ein bisschen Selbstvertrauen getankt, indem ich Meatballs gegessen habe. Wir gehen jetzt zu den Spinnen. Spinnen. Spinnen gibt es tatsächlich verschiedene Arten und Weisen, diese zu töten. Du kannst ganz normal gegen die fighten. It hurts. Na, oder du kannst quasi sneaky pupiki sein. Das heißt, wenn du hier so bei denen aufs Netz läufst, dann werden die aggro. Und dann gehst du hin und machst du... Oh, shit. I hate spiders. Ja, dann greif doch mal an. Scheiße, wie ging das mit dem Angreifen nochmal? Ich glaube, irgendeine Kurztaste dafür. Scheiße. So. Ich glaube, irgendeine Kurztaste. Seht ihr das? Seht ihr, wie er es macht? Bam, bam. Bam. Ihr könnt auch Traps machen. Für die gehen auch Traps. So, jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir hier... Shit. Na, wir haben jetzt Shit von denen bekommen. Und dieser Shit ist sehr, sehr gut. Wir können jetzt diese Base töten. Oder hoffen, dass da noch mehr rauskommt. Normalerweise hoffen, dass noch mehr rauskommt, ist in der Regel besser. Das ist quasi für euch auch eher so ein Farmprodukt. Ah. Ha! Na, so. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt sammeln wir hier nochmal mehr Material ein. Wir hacken hier auch nochmal ein bisschen durch die Gegend. So, bum, bum, bum. Diesen Salpeter und sowas, das ist natürlich sehr Troll. Das merkt ihr vielleicht. Der Salpeter ist ein bisschen weird, aber den brauchen wir später. Das reimt sich ja auch. Salpeter brauchen wir später. So, das nehmen wir auch mit. Die Steinchen sind dann ganz nützlich. Und wie gesagt, das Monsterfleisch. Aus dem Monsterfleisch lässt sich auch Spaghetti und Meatballs machen. So, das heißt, wir lassen die wieder hier rauskommen. Und dann bam, hauen wir den aber auf die Fresse. So. Das Gute ist, die werden da quasi kurz gestunlocked. Ganz wichtig sind hier Sidesteps. Na, immer wieder einen Schritt nach hinten gehen. Aber irgendwie gab es auch eine andere Taste zum Angreifen tatsächlich. Weiß ich gar nicht, was die Taste war. Am Ende war es die Leertaste. So, Spinnen sind auch gut. Wir hoffen, dass jetzt noch mehr Spinnen drin sind. Hauen wir nochmal einmal drauf. Einfach so für die Moral. Ja. Und dann geht's weiter. Hier kann man auch diese Fallen hinstellen. Diese Hasenfallen. Weil kleine Units geraten tatsächlich da rein in den Laden. So, als nächstes müssen wir jetzt quasi die Karte noch mehr erkunden. Wir müssen die Karte ganz doll erkunden, um quasi Folgendes rauszukriegen. Und zwar müssten wir, hier seht ihr das, ne? Die kämpfen hier auch gegen die Spinnen. So, und zwar müssen wir Zahnräder finden. Zahnräder, wie gesagt, nicht craften. Alter, wie er das macht.
Zahnräder tatsächlich nicht craftable. So. Aber ist auch nicht schlimm. Nicht craftability ist auch nicht schlimm. So. Oh. Ja, der versteckt sich da leider immer. So. Hier sehen wir schon. Ja, die haben jetzt schon ganz viel gegen die Spinnen gekämpft. Wir wollen aber noch deren Büsche nochmal untersuchen. Alles auch, das ist auch random generiert. Es kann natürlich sein, dass es bei euch völlig anders aussieht als bei mir. Na, völlig anders. Wir werden hier noch ein bisschen kämpfen. So. Ah, ich weiß, irgendwann gab es hier mal eine Taste fürs Angreifen. Oh, das sind aber viele. So, das ist ein bisschen, irgendwie gab es einen besseren Kampfpack. Wir kriegen tatsächlich wenig Schaden, weil wir diese epische Rüstung haben. Diese epische Rüstung sagt aber, So, hilfst du mir, hilf mir. Kill now. Geh nicht wegrennen. Alter, ich verstehe nicht, wie angreifen geht. Oh, oh, oh. So. Oh, oh, mein Helm. Wenn der Helm kaputt ist, ist vorbei. Leute, ist vorbei. Es gab irgendwie die Kurztaste dafür. Hier war die Kurztaste. So. Manchmal haben die auch Angst. So. Jetzt müssen wir alles einsammeln, weil der ist das manchmal. Okay, also das Leben ist hart. Wir waren ganz schlecht. Wir leben aber noch. Wir leben noch. Wir haben Food. Unsere Moral ist nicht so gebrochen, wie ich es gedacht hätte, dass sie gebrochen ist. Sprinten jetzt unsere Base. Sofort. Wir sprinten unsere Base. Dann zeige ich euch noch, wie man sich heilt, damit ihr vielleicht die ersten 15 Minuten in diesem Game schafft. Und dann ist aber auch Schluss für heute. Ist auch Schluss. Bin am Ende. Bin am Ende, Leute. Und das ist, müsst ihr vorstellen, ich bin ja ein Genius. Ich bin ja übel gut. Ich bin ja richtig gut. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Spieler, der das nicht so gut kann. Guck mal, die Mücken kämpfen sogar gegeneinander. Die Mücken, das wusste ich nicht mal. Das habe ich nicht mal gewusst. Das ist die Mücken. Guck mal, da ist so ein Tentakel. Na, es ist alles disgusting. Also alles will ich umbringen. Oh, Hasen. Sehr gut. Töten. Alles will ich hier umbringen. Und alles tut weh. Together ist aber besser. Also das Game geht nur auf Together. Okay, Together strong. Together prepared. So, ich muss jetzt übrigens gucken, wie man richtiges Essen macht. Normalerweise ist ja hier das Standardessen sehr gut. Diese Meatballs hier zum Beispiel. So, ja, du hast keinen Platz mehr. Ich weiß jetzt bloß nicht, was passiert, wenn ich zweimal Monster Food mache. Es kann sein, dass da eine Monster Lasagne rauskommt. Es kann aber sein, dass einmal Monster und einmal normal funktioniert. Das kann sein. So, okay. Wenn ihr HP verloren habt, was tut ihr, wenn ihr HP verloren habt? Ihr macht erstmal einen Rucksack, weil einen Rucksack könnt ihr immer tragen. Der ist sehr, sehr gut. Dann brauchen wir hier eine Rüstung. Oh, oh, ah, 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 ah. Boah. Ah, ich war beinahe eingeschissen. Ich bin halt hypertot, Leute. Oh, es ist eine Monster-Lasagne. Okay, also es ist eine Monster-Lasagne. Die können wir essen. Was passiert? Wir verlieren leider übel viel Psyche. Wir werden sehr satt. Wir verlieren HP und Psyche. Ja, ein bisschen wie bei Oma essen tatsächlich. Na, also satt bist du, aber alles tut im Kopf weh. So, das heißt, wir gucken jetzt, wir kochen jetzt die Alternativvariante. Wir müssen übrigens noch ein Stück Holz reinbauen. Übrigens später, kleiner Fun Fact. Na, später ist es so, dass Hände kommen. Geisterhände gehen zu deinem Feuer und machen dein Feuer weg. Du kannst aber die Hände vertreiben, indem du quasi dagegen rennst und die so kusch-kusch machst, aber da verlierst du Psyche. Wer hat dieses Game Design? Who? Who is so drunk? So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wie das mit der Heilung geht. Das will ich euch noch zeigen. Wir haben ja auch Angel. Angel kann man, glaube ich, in irgendwelchen Seen benutzen. Da kann man Fische fangen, offensichtlich. So, das ist Cooking Stuff. Hier, Healing. Das Ding. Wir brauchen Asche und Stein. So, also Stein ist hier und Asche ist hier, glaube ich, auch, ne? Bam. Und Stein. Genau, das nehmen wir auch noch. Ich weiß nicht, ob es so einen Button gibt für Autosort. Autosort wäre tatsächlich gut. Also ihr seht es, ihr könnt ein normales Fleisch nehmen. Dann irgendwas Fruchtiges.
Also nee, ein Monsterfleisch meine ich. Dann nur das Fruchtiges. So, jetzt machen wir das hier. Und das riecht gut. Na, das heißt, ihr macht Healing-Salbe. Bumm. Fast nichts geheilt. Das ist Terror, Leute. Das ist doch Terror. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In ungefähr 10, 15 Minuten, wir machen Schluss für heute. In ungefähr 10, 15 Minuten werde ich jetzt, ihr habt ja die Spinnen gesehen, ich werde jetzt ungefähr von genauso vielen Hunden angegriffen, die einfach sich in mich reinbeißen. Ich will das gar nicht sehen. Ich habe Angst, okay? Ich gehe jetzt. Ihr spielt alle Don't Starve Together, ihr spielt es mit euren Freunden, ihr spielt das Internet durch, weil sonst geht's nicht. Und ihr sagt Max, dass ihr das spielen soll, vielleicht können Max und ich das ja auch gemeinsam zocken. Ist Terror. Ist ein Terror-Game. I hate it. Und es ist so gut, weil es Survival Games ganz neu definiert. Hier musst du wirklich überleben. Das ist Seven vs. Wild plus es ist Wild vs. Wild vs. Me. Tschüss.